Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir von anscheinend verschiedenen Rares kriegen können. Ich habe das einmal schon im Inventar, das heißt Primalistengefängnis. Und ja, was können wir damit machen? Wir können es einmal in die Toybox hinzufügen und dann können wir uns in unser eigenes Primalistengefängnis einsperren. Das machen wir mal. Einmal lernen. Dann haben wir es hier in der Toybox drin. Und dann gucken wir uns das Ding mal an. Primalistengefängnis. Und ihr seht, ich bin dann hier anscheinend in so einem Wirbelsturm gefangen, der so ein bisschen umfasst wird von ein paar Steinen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Wir können uns nicht bewegen, können quasi nichts mehr machen, bis wir den Buff wahrscheinlich weggeklickt haben. Ah ja gut, da ist jetzt mein Ticket drüber. Oder hier auf Abbrechen drücken. So viel dazu. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, 10 Minuten Abklingzeit hatte das Ganze. Und ist ein ganz netter Effekt, kann man sich mal wo hinstellen, macht tatsächlich was her. Wo habe ich das hergekriegt, beziehungsweise wo gibt es das her? Ich habe hier einmal in der Zone Ebene von Onara einen Rare gekillt, der ist hier auf den Koordinaten 59, 65. Und das ist die Dame, die hier hinter mir steht, Procela Wind irgendwas, Windschuss heißt die. Und die kann das Ding einmal droppen. Ich habe es mit meinem Druid gekriegt, mit meinem Hexer, den ich hier dabei habe, habe ich es nicht bekommen. Heißt, das wird anscheinend keine hundertprozentige Dropchance haben. Und aktuell liegen auch schon ein paar Daten auf WoW Head vor. Ihr seht, es gibt 2, 3, 4 Mobs, die das droppen können. Die Procela hat die höchste Dropchance mit 13%. Die anderen sind bei 4, 2 und 1,9. Muss natürlich nichts heißen. Ihr seht, es sind relativ kleine Zahlen. Ist jetzt noch sehr früh im Addon, zweiter Tag. Dementsprechend kann es sein, dass sich das natürlich dann noch ein bisschen ändert. Wo sind die Mobs? Den Procela hatte ich ja euch schon gezeigt. Dann haben wir hier Klutzig. Der ist einmal in dem ersten Gebiet, die Küste des Erwachens. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 54, 82. Dann haben wir... Oh, ja, die Namen werden immer schlimmer. Typhon, der ist anscheinend jetzt hier nicht eingetragen. Ah, doch, da oben ist er. Ich habe ihn bloß nicht gesehen. Auch Ebene von Mara auf den Koordinaten 25, 34. Und dann haben wir noch den letzten. Terrelot, der Andächtige. Terrelot. Den haben wir auch hier oben bei den Koordinaten 60, 63 in der Küste des Erwachens. Genau, das sind die ganzen Spawns. Wenn ihr ein bisschen Glück habt, kriegt ihr vielleicht auch das Toy raus. Und damit habe ich, denke ich mal, alles gesagt dazu. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.